Hallo und herzlich willkommen bei GMAC TV. Wir kommen heute aus dem Café Lohengrin in Hannover und berichten über interessante und kulturelle Highlights aus dem Sendegebiet. Als erstes trifft Lars Michaela Schaffrath. Viel Spaß! Wie elegant. Ja, das geht auch besser. Soll ich dir das mal vormachen? Das machen wir später, aber ohne, dass ich das Mikro in der Hand habe. Michaela, du hast diesen tollen Ort hier vorgeschlagen. Wir sind in einer Eishalle in Salzgitter. Mhm. Warum eine Eishalle? Ach, weil ich mit Eislaufen groß geworden bin. Also ich habe in meiner Teenagerzeit wahnsinnig viel Zeit in der Eishalle verbracht. Da war dann mittwochs immer Treffen, samstags war Treffen mit Disco und das war so eine riesige Clique, mit der wir uns getroffen haben. Und Eishalle war ein Riesenbestandteil unseres Lebens. Und du bist heute das erste Mal seit wie vielen Jahren wieder auf dem Eis? Oh, also bestimmt seit 10 Jahren. Das letzte Mal, dass ich Eis gelaufen bin, das war mit dem Marc Benecke für ein ganz, ganz tolles Format. Das heißt, durch die Nacht mit Punkt, Punkt, Punkt. Das war schon Ewigkeiten her. Mich interessiert Folgendes. Das Dschungelcamp, was ja mittlerweile in Deutschland schon sowas von, ja, anfangs war Deutschland beeindruckt davon. Du warst ja noch in einer der ersten anlaufenden Staffeln. Mittlerweile hat es ja schon wieder fast einen Trash-Charakter erreicht. Würdest du sagen, dass das Dschungelcamp dir persönlich für deine Karriere etwas gebracht hat? Ja, mir persönlich hat das Dschungelcamp viel gebracht. Also ich bin da als Königin der Herzen rausgegangen, also als Zweitplatzierte, was für mich noch ein viel, viel schönerer Titel war als Dschungelkönigin. Und das kann natürlich nicht jeder von sich behaupten, weil viele vergessen halt einfach, dass das Dschungelcamp auch eine große Fallhöhe hat. Also das jüngste Beispiel ist natürlich Herr Wendler. Ich finde, der, wenn das irgendwie ein Plan war, da irgendwie gut rauszukommen oder sein Image aufzupolieren, dann ist das mächtig in die Hose gegangen. Und ich glaube, das vergessen ganz, ganz viele. Und da sollte man sich einen Kopf drüber machen, bevor man da reingeht. Und vor allen Dingen absolut authentisch bleiben. Weil du kannst 16 Tage lang keine Rolle da spielen. Das funktioniert nicht. Warum bist du damals in das Dschungelcamp gegangen? Hat dich das, diese Geldsummen, die am Anfang gezahlt haben, wolltest du Deutschland ein anderes Bild von dir vermitteln, weil du ja jahrelang ein anderes Bild oder versucht hast, ein anderes Bild, was man dir ja immer nachgesagt hat und das auch heute teilweise noch tut, von dir zu vermitteln? Warum? Also die Intention war natürlich, wie gesagt, so authentisch wie möglich da reinzugehen und den Menschen vor dem Fernseher zu zeigen, dass ich auch ein ganz normales Mädel von nebenan bin. Das weißt du aber natürlich vorher nicht, ne? Wie du da rauskommst, wie du da abschneidest. Also der allererste und wichtigste Grund für mich war einfach das Geld. Ich bin wegen des Geldes da reingegangen, weil es mir damals wirklich nicht besonders gut ging und ich das Geld sehr, sehr gut gebrauchen konnte. Okay. Eine Frage hätte ich auch noch, die immer wieder in den Medien aufkommt. Dieser Dschungel sei gar kein echter Dschungel. Es sei ein großes Studio oder ein Freizeitpark und sogar, dass es teilweise noch nicht mal in Australien wirklich ist. Du bist ja da gewesen. Was ist es wirklich? Werden wir gelinkt oder ist es wirklich ein Dschungel? Ihr werdet nicht gelinkt. Ich weiß gar nicht, woher das immer kommt. So diese Gerüchte, die da gestreut werden, von wegen, das wäre irgendwo in einem Studio, man könnte telefonieren, man bekäme was zu essen, man schläft abends im Hotel. Also das ist alles Mumpitz. Wir sind mitten in Australien, mitten im Dschungel von Australien und wir wohnen wirklich nur dort in diesem Bereich. Es gibt nur Reis und Bohnen zu essen. Das Wasser muss man sich aus diesem Fluss oder diesem Bach, der da an unserem Lager entlangläuft, rausfischen, abkochen. Es gibt auch wirklich nur diese eine Toilette, also dieses Dixie-Klo nur aus Holz. Und gebadet oder gewaschen wird sich in diesem Tümpel, wo auch gleichzeitig das Geschirr abgewaschen wird, beziehungsweise unter diesem Wasserfall. Da kann man sich halt auch duschen. Also man muss da wirklich mal mit diesen Schauermärchen aufhören. Das ist alles pur und echt. Tja, also Leute, das hat sich erledigt. Nichts mit großem Studio in Köln und alles fake. Ist nicht so. Wir wurden gerade eines Besseren belehrt. Wie ist es mit deiner Karriere? Würdest du, wenn du nochmal die Chance hättest, deine Karriere neu zu strukturieren, würdest du alles genauso machen, wie du es gemacht hast, oder würdest du ganz anders anfangen? Du, das kann man immer so leicht sagen im Nachhinein. Also hinterher ist man natürlich immer schlauer. Es gibt sicherlich Dinge, die ich anders machen würde. Das würde aber jetzt den Rahmen der Sendung sprengen, wenn ich das jetzt so ins Detail aufzählen würde. Ich würde es mal so sagen, das, was ich so vor 15, 20 Jahren gut gefunden habe, muss ich heute nicht auch noch gut finden.
Aber auf der anderen Seite gehöre ich jetzt nicht zu denjenigen, die sagen, oh, ich war jung, brauchte das Geld und habe das nur gemacht, ja, weil nichts anderes da war. War ja nicht so. Ich bin ja Kinderkrankenschwester gewesen und hätte ja auch locker als Kinderkrankenschwester weiterarbeiten können. Nein, ich wollte das damals machen. Und das ist natürlich auch ein ziemlicher Meilenstein in meinem Leben gewesen, weil ohne die 2 Jahre in der Erotikbranche wäre ich heute nicht das, was ich bin. Und da stehe ich zu und das ist einfach ein Teil meiner Vita und du kannst deine Vita auch nicht löschen. Und deswegen kann ich damit wahnsinnig gut umgehen und bin natürlich froh, wie es jetzt, heute und hier im Jetzt ist, weil das gefällt mir natürlich schon viel, viel besser. Wenn du dir dein Skript selber schreiben würdest und es selbst bestimmen könntest, wie das aussehen soll in einer deiner Rollen, was für eine Rolle würdest du spielen? Och. Im Großen und Ganzen bin ich mit dem oder mit meinem Leben wahnsinnig zufrieden. Also ich hab mich jetzt noch nie irgendwie so hingesetzt und überlegt, was für ein Skript mir gefallen würde. Also es gibt viele Rollen, die mir gefallen, die ich auch schon gespielt habe. Wo ich natürlich wahnsinnig gerne mal mitspielen würde, wäre so auf dem Traumschiff oder sowas Romantisches, also so wie Rosamunde Pilcher oder irgendwie sowas. Das fände ich natürlich total klasse. Also so richtig schön öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ja, natürlich. Ich liebe öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und ich habe ja auch schon viel fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen gemacht. Ob das jetzt Tatort war oder Unser Mann im Süden oder Soko. Und also das waren schon, wie gesagt, alles tolle Rollen. Aber ich bin generell von Natur aus so ein romantisch angehauchter Typ. Und das liegt mir auch. Und ich merke das auch jetzt gerade während der Proben für Urlaub mit Papa. Weil es ist einfach eine wunderbare, witzige und sehr romantische Geschichte. Und das gefällt mir. Das spiele ich sehr gerne. Wie ist denn diese Rolle aufgebaut? Was spielst du da? Worum geht es in dem Stück? Urlaub mit Papa ist ja ein Bestsellerroman von Dora Held. Und der ist jetzt für die Bühne adaptiert worden. Also viele werden den Inhalt des Buches oder der Geschichte sicherlich kennen. Um es kurz zu fassen, es geht einfach um ein Vater-Kind, eine Vater-Kind-Beziehung. Christine möchte eigentlich auf Norderney Urlaub machen mit ihrer besten Freundin oder ihrer besten Freundin helfen, die Pension auf Norderney auf Vordermann zu bringen. Nur ihre Mutter muss ins Krankenhaus, die wird am Knie operiert und sie drückt jetzt den Papa Heinz ihr aufs Auge. Was ihr natürlich überhaupt nicht gefällt, aber was soll sie machen? Den armen Mann alleine zu Hause, das geht ja nicht. Das Problem kennen wir ja. Und somit nimmt sie also Papa mit nach Norderney. Und das ist natürlich gespickt mit ganz vielen schönen Momenten, aber auch äußerst peinlichen Momenten. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass sich, glaube ich, jeder hier und da damit identifizieren kann. Weil dieses, wie gesagt, diese Vater-Kind-Beziehung kennt eigentlich jeder von uns. Ja, das Verhältnis zwischen Tochter und Vater ist ja immer noch mal ein bisschen intensiver als bei den Jungschen. Ja, klar. Also bei Töchtern, da sind die Papis natürlich besonders vorsichtig und mit Argusaugen beobachten sie das Fortschreiten, die Pubertät und alles, wie sie sich entwickeln. Und manchmal ist es ja so, dass man sich heute noch wie ein Teenager vorkommt. Also ich glaube, das kann man als Elternteil aber auch irgendwie nicht ablegen. Es hat sehr schöne Seiten, aber je nachdem, welche Situation da gerade entsteht, wenn es jetzt gerade irgendwie ist, dass man vielleicht einen netten Mann getroffen hat und den kennenlernt und der Vater dann dazwischen funkt, kann das auch peinlich werden. Aber ich will auch nicht zu viel verraten, weil sonst guckt ja keiner mehr das Stück. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich freue mich sehr auf dich. Michaela, du wohnst heute in Hamburg oder schon eigentlich dein ganzes Leben? Nee, seit einem Jahr wohne ich jetzt in Hamburg. Und ich habe einen tollen Artikel über dich gelesen, Hamburg, deine Stadt, so wurde das bezeichnet. Mhm. Was hat dich nach Hamburg gezogen? Was bindet dich an Hamburg? Was findest du an Hamburg toll? Ich bin echt nach Hamburg gegangen, weil ich die Stadt schon immer mochte. Ich liebe diese Stadt. Als ich dort gearbeitet habe, habe ich gesagt, oh, wie toll wäre das hier zu wohnen. Ich liebe den Flair, ich liebe die Mentalität der Leute, ich liebe die Nähe zum Wasser und ganz viel Fisch auf dem Tisch. Nein, es ist einfach toll. Es ist eine tolle Stadt. Und ich war also damals, als ich mich dann getrennt habe von meinem Mann, völlig ungebunden. Ich konnte entscheiden, wo ich hingehen möchte. Und dann habe ich mich ganz spontan und ganz schnell für Hamburg entschieden. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Auch weil es mir joblich sehr, sehr gut getan hat oder gut tut. Okay, Michaela, du hast sehr gut auf meine Fragen geantwortet. Und ja, von meiner Seite aus ist doch alles beantwortet. Ich würde vorschlagen, ich werde mal zu dir nach Hamburg kommen und dann gehen wir mal morgens auf den Fischmarkt. Oh, super Idee. Und dann essen wir erstmal so einen richtig schön stinkenden Fisch. Oh, das ist ja
ja überhaupt nicht meine Uhrzeit. Wobei, ich bin natürlich dann auch einmal morgens um 5 Uhr aufgestanden und auch mal auf den Fischmarkt gegangen, weil ich mir das mal anschauen wollte. Und da habe ich dann noch endlich mal den legendären Aale-Dieter getroffen. Den kennst du da, oder? Nee, den kenne ich nicht. Aber du, weißt du, Oliver würde wieder sagen, es gibt so vieles, was du nicht kennst, Lasi. Dann solltest du dir den mal anschauen. Der ist wirklich Kult. Also der ist echt toll. Also, aber ich muss das jetzt auch nicht jeden Sonntag haben, so früh aufstehen, nur um auf den Fischmarkt zu gehen. Nein, wir machen das dann so, wir gehen vorher feiern, oder? Feiern? Sag mal, ich kann nicht mehr durchfeiern, aus dem Alter bin ich raus. Was ist mit mir? Ja, du kannst ja feiern. Dann ziehe ich alleine los und wecke dich dann morgens. So. Ich würde vorschlagen, wir laufen jetzt noch ein bisschen und ich möchte unbedingt mit dir ein Rennen machen. Wir haben das ja vorhin in der Probe schon mal probiert und jetzt bin ich fit, also jetzt werde ich gewinnen. Mach dich auf was gefasst. Oh ja, ich freue mich schon wahnsinnig. Los, komm. Oh Gott. So, das war's dann für heute bei GMAC TV. Wir haben gerade beschlossen, den Spieß umzudrehen. Ich mache jetzt einfach mal die Abmoderation. Mein lieber Lars, ich danke dir sehr für dieses hervorragende, wunderbare, witzige Interview. Und ja, sag mal vielen Dank. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Und jetzt müssen wir hier, glaube ich, Platz machen, weil das Eishockey-Team kommt schon auf uns zu. Obi. Hilfe! Michaela, wir müssen hier runter. Aber Lars war nicht nur auf den Eis in Gefahr mit Michaela Schaffrath. Nein, wir schicken ihn jetzt auch zum Glamour-Quiz mit Nina Queer. Und mal gucken, wie er sich als Showpraktikant macht. Und da schalten wir jetzt live rein. Jetzt gibt es ja nach der ersten Frage immer einen Schnaps für die Gesichtsälteste im Raum. Ne? Das heißt, du beginnst Olli, dich mal Gesichtsälteste. Den oder ich wette, Lars würde dich auswählen, wenn er jetzt hier würde. Naja, man kriegt einen Jägermeister. Aber ehrlich, Alkohol im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Ich soll auch die Gesichtsälteste raussuchen. Die Arme, die jetzt ausgewählt wird. Er hat eben Nina Queer ausgewählt. Oh, das war mutig. Auch er strahlt, aber ich glaube, es geht ihm gut. Ja, noch, glaube. Die Nina Queer ist gemein. Oh Gott, er muss trinken. Genau, das schmeckt noch, ne? Aber hat er schon mehrere geordert. Hab doch keine Angst vor den Leuten. Du kannst in einen Schritt greifen, wenn du willst. Möchte irgendjemand die Gesichtsälteste sein? Nein, das braucht man nicht. Das muss bestimmt der Kuck doch, der eine Glatze hat, ein verdammtes Gesicht. Alter. Glatze und verhaftes Gesicht macht einen älter? Ja, ich geb mir ja Mühe. Also ich setz mich bei dir nie ins Publikum. Oh Gott. Was ist? Gott, oh Gott. Nina Queer, ist das eigentlich so eine Szenegröße in Berlin, weißt du das? Auf jeden Fall, eine der größten. Ich glaube, die hat auch mehrere Bars. Weißt du, die hat auch mehrere Bars. Die Stimmung scheint ja gut bei Lasi zu sein. Ja, auf jeden Fall. Also, ich war ja selbst schon mal da. Es ist eigentlich immer gute Stimmung bei ihr. Aber es sieht sehr, sehr feuchtfröhlich aus. Ich glaube, Lars wird ganz schön gequält. Aber nun ja. Wir sind beim bisschen Wasser dabei. Los, such weiter. Das lassen wir nicht bieten. Darf ich mal einen Praktikant? Geh doch mal in die Menge, Mensch. Aber sie nennt ihn wirklich Praktikant. Der Arme. Ja, ist ja unterwürfig. Okay, warte. Sie ist ganz schön dominant. Ich glaube, wir sollten gleich mal mit Lars eine Runde sprechen. Was ist da los? Lasi, wie geht's dir denn? Ist noch alles in Ordnung? Wie ist dein Praktikantenjob? Also ihr seht, Nina Queer nimmt mich wirklich hart ran. Ich bin bei meinem, ich weiß nicht wie viel, Jägermeister. Oh, also mit so einer Show habe ich jetzt nicht gerechnet. Lars, pass auf dich auf und trink nicht mehr so viel. Ich hoffe, ich muss nicht mehr viel trinken, denn ich bin schon echt fertig. Aber naja, lass dich überraschen. Oh, die Musik geht weiter, das ist mein Stichwort. Wir sehen uns gleich wieder. Oh Gott, der arme Lars. Apropos Gott, Olli, du hast den Gott des Chansons getroffen. Ja, Tim Fischer. Und ich würde sagen, da schalten wir jetzt mal rein.
Wir sind heute in der Garderobe bei dem Wunderknaben des deutschen Chansons. Wir sind heute bei Tim Fischer. Hallo Tim. Hallo, danke für den Knaben. Ich meine, ich bin jetzt 40, steuere krass auf die 41 zu. Da verflüchtigt sich langsam der Knabe, ne? Aber den Titel hast du immer. Und im Jubiläumsjahr irgendwie passt es doch in der Erinnerung, oder? Ja, na absolut. Und ich bringe ja auch in meinem Bühnenprogramm, also zum Jubiläum, auch Songs aus ganz alten Zeiten. Also ich würde mal sagen, ein Drittel des Programms besteht aus Songs, die ich in früheren Programmen gesungen habe. Die Rinnsteinprinzessin wird natürlich gebracht, Stroganow von Friedrich Holländer und natürlich auch ein Duett mit Rainer Bielfeld, der ja nun mein langjähriger Begleiter ist. Also es kommen alte Songs, aber ich habe mir auch gestattet, jetzt so zwei Drittel eben neue Songs reinzupacken. Du hast zum Beispiel eins aufgenommen mit Peter Plate, habe ich gelesen. Naja, natürlich. Also Peter und ich, wir kennen uns schon ganz, ganz lange, bestimmt 25 Jahre und wollten natürlich schon mindestens 27 Jahre was zusammen machen, musikalisch. Und jetzt nach 30 Jahren hat es prompt geklappt. Also manchmal muss man sich gar nicht so anstrengen und ins Zeug schmeißen. Die Sachen kommen von selbst zu einem. Also ich bin sehr, sehr stolz, dass ich mit Peter arbeiten durfte. Rainer Bielfeld ist auch diesmal wieder im Programm dabei, habe ich gesehen. Ja. Nach all den Jahren wieder zusammen? Ja, natürlich. Also, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich und wir kennen uns wirklich sehr, sehr intensiv. Wir waren ja auch mal ein privates Pärchen und haben x Tourneen zusammen gemacht, haben dann eine Pause gemacht. Aber bei uns ist eben so eine ganz spezielle Harmonie und ich kann mich mit ihm auf der Bühne auch ganz frei unterhalten und wir schaffen es eigentlich immer, egal wie groß die Bühne ist, eine private Atmosphäre aufkommen zu lassen. Und das ist fürs Publikum auch sehr, sehr schön und nett. Und ja, also wir genießen es, zusammen unterwegs zu sein. Wir sind gute Freunde geworden. Mit dem hat mich ja mein erstes Programm gemacht, Zara ohne Kleid. Und ja, ich war damals ja so zwischen allen Stühlen zu Hause, war ja selbst so eine kleine Bordsteinschwalbe. Und dann haben die mir das Lied auf den Leib geschrieben. Und das Lied ist mit mir verwachsen. Und ich glaube, fürs Publikum ist es so, oder für meine Fans, wenn ich das so sagen kann, ist es so, dass dieses Lied meine Erkennungsmelodie geworden ist. Es ist einfach unzertrennlich mit mir verbunden und dass ich das natürlich jetzt auch noch mit Rainer Bielfeld, der ja der Komponist ist, auf der Bühne bringen kann, macht mich sehr, sehr glücklich. Mich freut es auch, weil wie gesagt, ich höre es immer wieder gerne. Ich habe es irgendwann mal vor 10 Jahren von dir gehört und fand es einfach toll. Was kommt in dem Programm noch vor? Du hast ja auch viel von Hilde Knef gesungen, von Zara Leander, hast du eben schon gesagt. Ja. Kreisler, kommt das alles drin vor oder machst du mehr deine eigenen Sachen? Nein, also es kommt sowohl ein Lied von Zara muss sein, sonst ist mein Publikum wirklich böse mit mir. Und ich habe ja auch eine große Affinität zu Zara Leander. Ich finde sie künstlerisch natürlich wahnsinnig. Und sie hat mich ja als kleiner Junge, als ich noch ein kleiner Junge war, hat sie mich wahnsinnig beeindruckt. Und bei mir auch Emotionen freigesetzt, dass ich sagte, mein Gott, also sowas möchte ich auch machen. Ja, ich möchte auf die Bühne gehen. Das habe ich im Grunde der Zara Leander zu verdanken. Georg Kreisler ist dann natürlich so eine nächste Stufe gewesen und wir haben auch natürlich einen Kreisler-Song im Programm. Aber ich würde auch gerne so kurz eingehen auf die neuen Songs, die kommen. Also du hast ja Peter Plate von Rosenstolz schon angesprochen. Der Song wird natürlich auf die Bühne gebracht. Und was natürlich auch kommt, sind von mir ganz, ganz speziell geliebte Lieder von Jacques Brel beispielsweise. Der hat wunderschöne Songs geschrieben, aber was ganz speziell ist, ist der Rainer Kirsch, der hat die ins Deutsche übersetzt. Und die kriegen eine so eigentümliche Farbe. Also ich genieße es richtig, die auf der Bühne zu singen. Wir freuen uns auf deine Jubiläumstournee und wir können nur sagen, geht rein. Vielen Dank fürs Gespräch, Tim Fischer. Na, ich hab zu danken. Alles Gute. Ciao. Mensch, Olli, Tim Fischer, das war ein sympathischer. Du, der ist total lieb. Aber ich würde sagen, wir schalten jetzt erstmal wieder nach Berlin und gucken, was Lars so bei Nina Queer treibt. Nee. Jetzt komm, einer zusammen fürs Bild und der wird auch nicht geteilt. Nein, zusammen anstoßen und auf Freundschaft. Du weißt doch, wie der geht. Jetzt komm mal her. So, Prost. Nein, 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 jetzt so, genau. Und runter damit. Ja, weißt du, nein, komm her. Nein, das ist... Entschuldigung, sind wir befreundet oder nicht?
Wo ist das Thema? Nein. Wir kennen uns ja jahrelang. Wir sind befreundet, jetzt Schluck. Kurz. Und jetzt ein Kuss auf den Mund. Desinfiziert man nicht hinterher. Also ihr seht, es war total aufschlussreich. Und wir schalten bitte um zum nächsten Clip. Oh Gott. Ich bin einfach sprachlos und deswegen schalte ich einfach weiter zu Krischi, die war bei Cavewoman in Berlin. Herzlich willkommen aus dem Admiralspalast. Ich werde heute das Ein-Personen-Stück Cavewoman mal genauer unter die Lupe nehmen und dazu habe ich mir die Darstellerin Ramona Krönke eingeladen. Hallo Ramona. Hallo Christina. Schön, dass du ein bisschen Zeit für uns gefunden hast. Erzähl uns doch mal, worum geht's in dem Stück? In dem Stück Cavewoman steht eine Frau, ich, alleine auf der Bühne und hadert die ganze Zeit darüber, ob sie ihren Mann nun heiraten soll oder nicht. Hochzeit ist am nächsten Tag. Sie hat ihn gerade rausgeworfen und ja, darum geht's. Es ist eine Komödie. Das ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Inwiefern werden hierbei Vorurteile von Männern und Frauen angesprochen oder wie bewahrheiten die sich auch? Die werden natürlich die ganze Zeit angesprochen. Die werden sehr überhöht, weil es ist ein komödiantisches Stück. Da geht es natürlich um Klischees und es geht im Prinzip mit dem Hammer drauf, um das Klischee, warum Männer und Frauen nicht zusammenpassen oder warum es doch ist und warum immer noch so viele Leute in diese Vorstellung kommen und sich das angucken und weil wahrscheinlich irgendwie ein Fünkchen Wahrheit, wie es immer bei Klischees ist, dabei ist. Du sagst gerade Wahrheit, also kannst du das, sag ich mal, auf dich auch ein bisschen beziehen? keine Ahnung, also wie weit ist das, was man spielt, mit einem selber verknüpft? Natürlich spielt man, gerade wenn man eine Komödie spielt, muss man sich sehr seiner eigenen Macken bewusst sein, um die rauszuhängen. Also zum Beispiel kann ich wunderbar schöne Winkearme darstellen. Die haben auch irgendwann am Anfang, also ich habe das ja seit 7 Jahren gespielt, am Anfang waren die noch nicht da, als ich damit angefangen habe. Als ich dann irgendwann so eine Stelle hatte, wo ich gewunken habe und dann gemerkt habe, aha, da wackelt es, habe ich zunächst gegengehalten. Dann merkte ich irgendwann, die Muskulatur reicht nicht aus. Also lass es wackeln, daraus wurde ein kleiner Gag. Also so entsteht das natürlich. Ne? Und da erkennen sich natürlich viele Frauen wieder und wackeln dann winkend zurück. Hast du schön gesagt. Das ist ein Ein-Personen-Stück. Inwiefern siehst du da Schwierigkeiten, alleine auf der Bühne zu stehen? Also im Vergleich, sag ich mal, zu einem Stück, wo mehrere sind. Ach, das ist ja nicht nur schwer. Also es ist natürlich auch toll. Also es ist natürlich in erster Linie erstmal toll, dass man so die Chance kriegt, so da alleine da zu stehen. Das ist sehr aufregend und das ist auch der Grund, warum ich das spiele. So, ja? Also weil ich bin ansonsten eine sehr, sehr, sehr gerne Ensemblespielerin. Und das ist natürlich so, man muss das erstmal aushalten, dass man niemanden hat in der Garderobe vorher, nach dem Stück. Man ist immer alleine schuld, wie es war. So, ja. Man teilt Freude anders. Ja, also man muss so einfach lernen, alles mit sich so ein bisschen alleine auszumachen. Weil ich bin ja auch sehr viel auf Tour und immer alleine auch auf Tour. Und das ist so eine gute Arbeit an sich selbst, die ich da lernen musste zu leisten und die ich aber sehr gerne geleistet habe. Und es ist natürlich, ich verstehe das so, dass das Publikum, das ist natürlich mein Partner. Und was man sonst mit dem Partner auf der Bühne hat, so dieses, okay, Pause, bap, 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 adam, dam, blick, blick, das mache ich hier mit dem Publikum und ich kriege ja was zurück. Es ist ja nicht so, dass ich vor einer Masse sitze und da passiert nichts. Ne? Da passiert ja was und da jeden Abend den Rhythmus zu finden, so... Das ist halt die Aufgabe und das ist eine andere Aufgabe für einen Schauspieler, als Ensemble zu spielen. Das ist eine sehr schöne und eine sehr herausfordernde Aufgabe, weil es ist eine Komödie und die Leute wissen, wenn es nicht lustig ist, na, wenn keiner lacht, ist nicht lustig. Also das ist so ganz anders als in einem, also das ist schon eine sehr hohe Latte, finde ich, die man da nimmt. Du wirst doch wahrscheinlich auch viel improvisieren. Du spielst ja auch noch in Improvisationstheater, zum Beispiel im Quatsch Comedy Club oder auch im In- und Ausland. Wie stellt es sich da als Improvisationskünstler zu arbeiten? Wo sind da Schwierigkeiten? Ich finde, das ist auch wieder keine Schwierigkeit, als Impro-Spieler zu arbeiten, sondern es ist einfach so toll. Also ich bin ganz doll am Spiel dran, sehr viel mehr, als wenn ich am Text bin. Und ich bin schon sehr viel länger, also ich mache seit 20 Jahren, spiele ich Improvisation und arbeite mit Improvisation und das ist eine andere Arbeit als so eine Stückarbeit. Ne? So,
Wie bereitet man sich da denn darauf vor? Kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Da können doch auch im Prinzip keine Fehler passieren. Genau. Und das ist das Tolle. Das ist genau, du hast es auf den Punkt gebracht, die Theorie, die dahinter steckt, ist, es gibt keine Fehler. Es gibt nur eine blöde Art und eine Angst. Und wenn du lernst, gut mit dir selber umzugehen und dir gestattest, am Abend Fehler zu machen, können aus Fehlern hervorragende schöpferische Quellen werden, wo einfach du denkst, oh wow, was ist denn jetzt hier passiert? Das ist ja ein Wunder und was für ein Geschenk, dass ich umgefallen bin oder dass ich hingefallen bin oder dass der Typ das reingerufen hat oder dass einer zu spät gekommen ist. Also was ist das denn für ein großartiges Geschenk, weil daraus was entstanden ist? Ja, das ist im Prinzip, das ist es. Es gibt keine Fehler, es gibt halt nur die Angst, dass was schief gehen könnte. Und wenn zu viel Angst im Spiel ist, siehst du eben, wenn was schief geht, kannst du nicht sehen, dass dahinter eine ganze Welt sich offenbart. Ne? Und du, im Prinzip musst du daran arbeiten, gut mit dir zu sein, gut mit dem Publikum zu sein, dir zu gestatten, falsch zu sein. Und das ist nicht leicht. Das glaube ich dir. Du sagst gerade so ein bisschen offen sein für Neues. Wie sieht's denn aus? Hast du neue Projekte? Ich hätte gerne ein neues Projekt. Oder vielleicht irgendwelche persönlichen Ziele, die du jetzt so anstrebst? Es passiert im Theater gerade. Also bei mir im Leben passiert gerade, ehrlich gesagt, beruflich nicht so richtig viel. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich in einem Alter bin, wo es einfach schwierig ist als Frau. Ich bin ungeschminkt, möchte ich dazu sagen. Ich könnte jünger aussehen. Ich habe bewusst auf Schminke verzichtet. Nein, es ist einfach, ich bin in einem Alter, wo es einfach so ist, wo die Angebote nicht so kommen. Ne? Das ist leider so. Ich lebe in einer Stadt Berlin, die voll ist mit Schauspielern, die auch alle nicht schlecht sind. Ich habe gut Arbeit. Ich kann mich tatsächlich nicht beschweren. Ich sehe kein Holz. Ich möchte symbolisch drauf. Ich habe nach wie vor meine Gruppe. Wir haben ein eigenes Theater in Kreuzberg. Wir haben seit 20 Jahren, betreiben wir ein eigenes kleines Theater. Und das ist großartig. Und da wird es auch quasi jetzt einfach weitergehen für dich. Und dann halt situativ schauen, wie es weitergeht. Du müsst mich jetzt nicht trösten. Das ist natürlich so. Das ist ja eine gute Frage für eine Frau im mittleren Alter. Das muss man ja auch nicht wegwischen, dass es so ist. Also müssen wir jetzt auch nicht rausschneiden. Das finde ich... Es gibt keine neuen Projekte, es gibt aber natürlich für mich eine andere Art, aufs Leben zu gucken. Ich habe gerade unsere Schule umstrukturiert. Das ist nichts, was man in so einem Interview normalerweise erzählt. Aber gerade, weil du mich auch wegen Improvisation gefragt hast, Improvisation ist ja eine Art, auch aufs Leben zu gucken. Das hast du gerade gemerkt in verschiedenen Sachen. Und ich habe unsere Schule jetzt in diesem Jahr, also Anfang dieses Jahres, haben wir sie neu aufgestellt. Und ich habe sehr viel gearbeitet, dass das passiert, was mir sehr viel Freude macht und was natürlich für mich auch so ein Solo, das schlaucht. Ja, geh mal abends alleine in so einen Raum und bah, und sei immer da. Ja. Und dann geh alleine nach Hause. Das ist anstrengend so. Und natürlich wird es auch mit den Jahren so ein bisschen anstrengender. Und es ist ganz gut, einfach auch andere Baustellen zu haben, wo man sein Geld auf andere Art und Weise verdient. Und wo es nicht immer nur so ist. Ne? Da gebe ich dir recht. Ich freue mich über neue Herausforderungen. Ich freue mich über neue Herausforderungen. Und bin sehr gespannt. Bei mir ging es immer weiter. Und ohne dass ich ein Ziel, ich hatte tatsächlich in meinem Leben wenig Ziele. Ich habe nie gesagt, ich mache das. Ich habe nicht gesagt, ich werde Schauspielerin. Ich habe auch nicht gesagt, ich werde Impro-Künstlerin. Ich habe nie gesagt, ich mache Radio. Ich habe aber alles, es kam alles zu mir und ich habe immer das große Glück gehabt zu erkennen, dass das was für mich ist. Das haben ja nicht so viele. Mhm. Ich würde das mal gerne so stehen lassen und wir würden uns einfach mal überraschen lassen, wie du dich herausfordern lässt. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Ramona. Kefum scheint ja ein tolles Stück zu sein, Krischi. Kann ich nur bestätigen, es war super schön. Aber Olli, was läuft eigentlich hier? Ich habe die Plakate schon gesehen. Es war gerade Premiere hier im Café Lohengrin von Coco, die Spaßkönigin. Ein tolles Stück. Aber leider sind wir jetzt am Ende unserer Sendezeit. Und wir sagen wie immer, tschüss.